Hi, mein Name ist Form und ich habe eine Sehnscheidenentzündung, weshalb ich keine Texte schreiben kann, sondern mit dem Film angefangen habe. Wollte ich sowieso schon mal länger machen, weil sich manche Sachen da viel schneller schreiben lassen. Und ich schreibe sie nicht mal, sondern ich rede einfach so in diese Kamera. Es ist jetzt heute der 22. Februar 2016. Am Wochenende gab es mal wieder einen sehr deutschen Vorfall, beziehungsweise mehrere Vorfälle, wie sie momentan sehr normal sind. Und es soll jetzt hier darum gehen, wie wir mal etwas dagegen tun. Denn ich sehe fast täglich immer noch nur zum Beispiel bei Facebook Leute nur davon schreiben, wie sie eben kotzen. Und das Kotzen bringt halt nichts. Das hilft nicht, kotzen. So, es ändert nichts daran, dass die sächsische Polizei ein großes Problem hat, dass Deutschland ein großes Problem hat, dass Deutschland ein Deutschland-Problem hat. Das ändert sich nicht durchs Kotzen. Das Kotzen ist, ich kann das verstehen, aber gerade die Leute, die irgendwie sehen, was hier passiert, die sollten irgendwann auf ein höheres Level kommen, wo es nicht mehr nur darum geht, oh, ich kotze, alles ist scheiße, sondern okay, was machen wir, damit es nicht mehr so scheiße ist? Weil da kann man auch Energie reinstecken, das ist nicht ganz so destruktiv wie nur zu kotzen. Denn ich sehe sehr viel Defensive, sehr viel Rückwärtsgang, obwohl es dazu eigentlich nicht so viel Grund gibt. Denn wir, und ich benutze dieses Wir immer wieder gern, denn es gibt ein nicht-faschistisches Wir, das alle Gutmenschen zum Beispiel, ich bin auch ein Gutmensch, einschließt, das alle Leute einschließt, die ein Interesse daran haben, dass Nicht-Nazis andere Menschen töten, dass alle Leute, die sich eine gerechte, fröhliche, freundliche Welt vorstellen, eine kosmopolitische Welt, die Unterschiede anerkennt, aber trotzdem auf gewissen Sachen, an gewissen Sachen festhält, die sich als sehr sinnvoll erwiesen haben, wie zum Beispiel so ein Ideal von einem Rechtsstaat, dazu kommen wir später, dass diese Leute durchaus auch ein Wir, ein pragmatisches Wir formen können. Und an dieses Wir, das sehr kritisch auch ist, also kommt mir bitte nicht mit irgendeiner komischen Wir-Scheiße, aber es ist trotzdem nicht falsch, wenn alle möglichen Leute, die etwas gegen den Rechtsterrorismus tun wollen, die verhindern wollen, dass wie in den 90ern Dutzende Menschen getötet werden, dass diese Leute sich auch als Wir begreifen und sich in ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer Unterschiedlichkeit der Wahl der Mittel und so weiter bewusst sind, aber trotzdem sehen, okay, wir machen alle etwas, alle so, wie wir können, alle so, wie wir möchten, aber wir informieren und wir mobilisieren. Das ist das Wir, von dem ich ausgehe. Also, wir hatten in Clausnitz in Sachsen eben diesen Vorfall, dass als 25 Refugees ankamen, blockiert wurde und dann die Polizei auch noch irgendwie mehr oder weniger auf Seiten des Pöbels stand und diese 100 Pöbelnden, dieser Nazi-Mob nicht irgendwie so behandelt werden konnte, wie es bei der beim kleinsten Verdacht von Graffiti oder linker Gesinnung sofort getan wird. Dann ist natürlich auch noch der Betreiber dieser Unterkunft bei der AfD, mittlerweile ist er zurückgetreten. Der Bruder ist dann der Anmelder der Demo oder einer der Organisatoren der Demo und so weiter. Man kennt das aus Sachsen. Das Ding ist aber trotzdem, das ist ein Deutschlandproblem. Das ist kein Sachsenproblem. Natürlich ist in Sachsen das Problem besonders stark. Aber wir machen es uns viel zu einfach, wenn wir sagen, ah ja, die Ossis und so. Das wird sehr gern gesagt von Leuten, die die Verhältnisse vor Ort auch nicht unbedingt kennen. Das heißt auf gar keinen Fall, dass es nicht ein riesiges Problem gibt und dass Sachsen kein Failed State ist, denn Sachsen ist gescheitert. Sachsen funktioniert als Staat nicht. Sachsen hat keine rechtsstaatliche Verbindlichkeit von Gesetzen, die für alle gelten. In Sachsen gibt es ziemlich viele Nazis bei der Polizei, die ihren Nazis außerhalb der Polizei baten reichen und weiterleiten und das ist alles schon protokolliert und es passiert nichts. Die Große Koalition ist immer noch beständig, also Bestand hat die immer noch und keine Ahnung. Also man muss sagen, der Staat ist komplett, auch eine positive Idee von einem Staat ist in Sachsen gescheitert. Bautzen direkt danach dann, es brennt. Man muss sagen, ja, noch kommt die Feuerwehr. Auch da gab es ja schon Bestrebungen von einem Feuerwehrmann, der sagte, er will keine Unterkünfte mehr. Wenn es da brennt, will er nicht löschen, ja. Naja, noch ist es so, ja, muss man sagen.
das gelöscht wird, ja, und da muss man auch sagen, das ist auch schon die Mehrheit der Leute, die sagen, natürlich wird gelöscht, aber es gibt halt dann diese Gaffer und diese Schaulustigen und denen wird halt offensichtlich nicht ausführlich genug widersprochen, und zwar so, dass sie es auch verstehen, und zwar so, dass sie es auch irgendwie nicht nur verstehen, sondern auch daran erinnert werden, wenn sie es nicht verstehen, ja, und dann gaffen die und grölen und behindern die Polizei, Quatsch, die Feuerwehr, und später greifen sie. Ja, vielleicht greifen sie nicht an, aber haben zumindest ziemlich so, dass sie festgenommen wurden oder mitgenommen wurden, sich verhalten. Und ja, das Ding ist, es gibt halt ein Video von Clausewitz, was extrem Aufmerksamkeit erregt hat und was aber auch zeigt, dass wir Macht haben. Wir, wieder dieses nicht-faschistische wir Gutmenschen, sage ich mal, ja. Und es gab letztes Jahr in Einsiedl, heißt glaube ich der Ort, soweit ich das mitbekommen habe, noch viel krassere Action, also noch viel krassere Blockaden. Dort wurden Bäume gefällt, wenn ich es recht erinnere. Es sind Hubschrauber geflogen und dort waren die Szenen garantiert noch viel hässlicher, aber davon gab es keine Videos. Genauso wie es von etlichen Übergriffen, Angriffen, Anschlägen, rechtem Terror. Es gab letztes Jahr über 1000 Angriffe auf Unterkünfte, ha Hakenkreuze, Fenster eingeworfen, Graffiti, Bombenattacken. Schüsse hier in Dreieich ist 30 Kilometer entfernt, es wird geschossen. So, die Nazis haben Waffen. Ja, das sind Nazis, die wollen töten und sie haben Waffen. Das sind teilweise irgendwie Finanzbeamte, ein Feuerwehrmann hat auch schon mitgezündelt. So, die wollen töten und die sind jetzt auf der Straße, die sind jetzt unterwegs. Und wir Gutmenschen müssen was dagegen tun, weil der Staat sich mal wieder als unwillens oder als, naja, irgendwie will da niemand so richtig was machen. Auch also insgesamt ist das Bewusstsein noch nicht so richtig da, dass wir mitten im rechten Terrorismus, in einer Hasswelle, in einer riesigen nationalen Wallung stehen, und da muss was passieren. Da muss sich was ändern. Das kann so nicht bleiben. Das muss beendet werden. Das muss durch irgendwie, ja, wie, wird noch darüber zu diskutieren sein, aber es muss beendet werden, weil es sonst Tote geben wird. Es gibt von Panorama eine Gegenüberstellung, einen Vergleich von Pegida und, also jetzigen Pegida-Zitaten und Rostock-Lichtenhagen 1992, als eine bewohnte Erstaufnahme war das, glaube ich, Unterkunft, angegriffen wurde. Und da hätte es Tote geben können. War ein großer Zufall, dass es keine Toten gab. Und genau da, an dem Punkt sind wir jetzt, wo es wird Tote geben. Es wird Tote geben. Die Nazis sind auf der Straße, sie sind organisiert, sie sind sehr mobilisiert, sie bringen alle besorgten Bürger dazu, auch mal selbst zum Benzinkanister zu greifen, wie in Herxheim zum Beispiel, wo die sogar zu dumm waren, um sich naja, richtig zu tarnen. Gibt halt ein Überwachungskamera-Film von der Tankstelle, die halt direkt neben der Tankstelle ihren Benzinkanister gefüllt haben. Neben der Unterkunft war die Tankstelle und zweimal wurde das Ding angezündet. Naja. So sehr trauen die sich raus, weil es offenbar nicht richtig viel Gegenwind gibt. Und diesen Gegenwind, den müssen wir auch mal irgendwie erschaffen. Weil der kommt offenbar nicht einfach so aus dem Staat. Der Staat ist offenbar nicht gewillt, gegen die Nazis etwas zu tun, wenn man sich anschaut, dass baden-württembergische Polizisten den Ku Klux Klan gegründet haben in Deutschland, die übrigens immer noch im Amt sind. Der, glaube, Gruppenführer von Michel Kiesewetter in Heilbronn war auch beim Ku Klux Klan, wenn ich mich nicht völlig täusche. NSU. Verfassungsschutz aus Hessen zahlt den Mainzer Anwalt Volker Hoffmann, um einen Nazi zu verteidigen. Und so weiter. Akten werden geschreddert. Ganz viele ganz komische Dinge passieren. Diesem Staat ist leider nicht zu trauen, was das Thema angeht. Und dann müssen wir es selber machen. Wir Gutmenschen sind gefragt. Und wir sind auch schuld, Mitschuld zumindest, wenn nichts passiert, weil wir wegschauen, weil wir nur kotzen, weil wir nur bei Facebook schreiben, wo, wie scheiße alles ist und nichts tun. Weil wir nicht in die Unterkünfte gehen. Also gut, es gibt viele Leute, es gibt hunderttausende Leute, die was tun. Und das lässt mich nämlich hoffen, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss ist, was wir jetzt haben. Wir können was dagegen machen, aber wir müssen dazu auch politisch werden. Es reicht nicht einfach so aus Nächstenliebe, was ein sehr wichtiger Wert ist, finde ich. Ja, Nächstenliebe ist toll, aber Nächstenliebe darf nicht aufhören, sobald man irgendwie aus dem Raum ist. Weil das, was jetzt passiert, das Asylpaket 2, die absurde weitere Verschärfung, Abschaffung von Familiennachzug und so weiter, das ist genau das, was in Clausewitz passiert ist. Nur halt auch in Vertragsbasis, in Anzügen, in einer tollen parlamentarischen Debatte mit irgendwelchen Scheiß-Euphemismen geschmückt.
De facto ist genau das, haut ab, weg hier, raus mit euch und die Polizei schnappt euch, wenn ihr nicht sofort spurt. Das ist deutsche Asylpraxis, das ist Frontex, das ist, wir schotten uns ab und wir bauen die Hürden so hoch, dass Leute sterben zu Tausenden im Jahr. Das ist das, was der Staat macht. Die Parteien haben offensichtlich entweder keine Lust oder haben nicht die Macht, irgendwie durchzusetzen, dass sich der Staat für den Schutz aller Schutzbedürftigen einsetzt, ja. Und da müssen wir Druck machen, weil es ist schon noch so, dass es noch sowas wie Demokratie zumindest als Ideal auch gibt und da haben wir auch was mitzureden. Wir sind nicht völlig außen vor und wir haben auch Macht, siehe Video und Druck. Da muss halt was passieren und diesen Druck müssen wir erzeugen. Deswegen wollte ich was vorschlagen, dass sich dieses Wir auch mal zeigt. Es gab im letzten Jahr in Österreich eine sehr große Demo, sehr, sehr groß. Ich glaube, da waren 100.000 Leute in Wien. Und ich habe mir überlegt, wieso kriegen die es hin? Wieso kriegen wir es nicht hin? Wieso gibt es nicht diese riesige Größenordnung? Weil wir irgendwie alle von einem Brandherd zum nächsten und immer nur in der Defensive sind. Ich glaube, das Thema ist, mittelfristig wird uns das noch begleiten. Und ich sage auch die ganze Zeit, dass es eh noch, erstmal noch schlimmer wird. Aber nicht, weil ich apokalyptisch bin und mich darüber freue und mich irgendwie darin bestätigt sehe, dass alle Deutschen Nazis sind. Nein, ich weiß, dass es nicht so ist. Ich sehe es nur als realistisch an. Es wird leider momentan immer schlimmer. Und auch außerhalb von Deutschland, also in Frankreich ist möglich, dass Marine Le Pen Präsidentin wird. Es wird momentan erstmal immer schlimmer. Und dafür müssen wir uns wappnen. Wir müssen aber auch schon mal überlegen, okay, wie schaffen wir es mal, auch mit mittel- und langfristigen Strategien etwas dagegen zu tun. Ja, und da wäre es zum Beispiel mal sinnvoll, sich umzuschauen, wen gibt es denn hier noch? Und dann knüpft man da mal an mit allen Leuten. Deswegen meine ich, das muss natürlich ein sehr lockeres Wir sein und auch ein sehr konstruiertes Wir und so fort und so weiter und so fort. Aber wir brauchen mal ein richtiges Zeichen. Wir brauchen ein Zeichen, dass immerhin irgendwas aus den 90ern gelernt wurde. Ja, und da brauchen wir alle, die jetzt zuschauen. Und ich werde auch was tun und alle anderen werden was tun. Wir brauchen zum Beispiel irgendwas wie Ende März, keine Ahnung, als vorgeschlagenen Termin. Wir brauchen einen Termin und da macht jede Scheißgruppe, jeder Verbund, Verein und was arbeitet da gefälligst zusammen mit den anderen. Und die Parteien, die politischen Parteien sollen schön außen vor bleiben. Das machen wir. Wir machen das als Zivilgesellschaft. Weil die Parteien haben dazu geführt, dass jetzt so ist. Frontex, Asylkompromiss, ja, die Abschaffung des Asylrechts, das waren die Parteien. Wir können das auch ohne, wir können das besser. Werden dann vielleicht nicht 3 Millionen Leute auf der Straße sein, aber dann bringt es immerhin was, damit man sich nicht auf irgendwelche Versprechungen verlässt, die nachher sowieso wieder nicht eingehalten werden. Also, lasst uns was tun. Lasst uns connecten, lasst uns einen Termin finden, an dem wir richtig Action machen. Mit allen zusammen, pro Asyl, den Kirchen, mit allen, die mitmachen wollen, die keine Querfrontstrategie verfolgen, kein KenFM-Verschwörungsscheiß, ja. Alle Menschen, die wollen, dass die Nazis hier nicht die Straße übernehmen, wie sie es teilweise in gewissen Gegenden schon gemacht haben. Und auch um die zu unterstützen, die in diesen schlimmen Gegenden etwas tun, weil die gibt es nämlich auch und die müssen wir auch wahrnehmen und wir müssen mit denen reden und wir müssen auch mit den Refugees noch viel mehr zusammenarbeiten, was denn deren Perspektive ist und so weiter und so fort. Da gibt es eh noch viel zu tun. Ich glaube, zuallererst müssen wir mal aus der Defensive an den Start kommen, was tun. Nicht immer nur uns jagen lassen. Wir müssen die Nazis jagen. Und das heißt nicht, dass wir die irgendwie in Selbstjustiz, irgendwie so. Man kann aber auch Infos sammeln, die einfach der Staat, ja, wo der Staat wegschaut und dann sagen, hey, da und da, die sammeln Waffen. Und das wurde auch schon gemacht. Antifa-Gruppen machen sowas. Entgegen des Klischees sind die nicht dafür da, irgendwelche Steine auf unbescholtene Bürger zu werfen. Das ist ein Unsinn. Das ist nicht so. Das ist nicht wahr. Die tun was, die riskieren was. Und ich glaube, wir müssen mal was riskieren, weil wir eigentlich noch viel zu verlieren haben. Und das sollten wir nicht verlieren. Wir müssen jetzt etwas riskieren, um das zu bewahren, was noch da ist. Weil, also ich nenne das immer als mein Beispiel. Ich war in Pakistan, im Iran, in der Türkei, so als drei Beispiele. Und da ist nicht geil. Da ist es wirklich viel schlimmer als bei uns momentan. Da aus unterschiedlichen Gründen wird man da getötet vom Staat. Oder von irgendwelchen anderen Leuten, die halt das Sagen haben, je nachdem, wo man genau ist, wenn man nicht reinpasst. Und so weit sind wir jetzt noch nicht, ja, größtenteils.
Aber wir müssen was tun. Es gibt, also ich vergleiche das gern, dieses Wir sind die Leute, die nicht den Bürgerkrieg wollen, die die freie Gesellschaft verteidigen wollen, die, auch wenn so Werte natürlich in der Realität leider, ich finde das ja scheiße, aber die sind nicht umgesetzt, so dieses ganze Rechtsstaat-Ding. De facto ist es nicht so, dass Gesetze für alle gleich gelten. So ist, es ist nicht so, leider. Es wäre schön, es ist ein gutes Ideal, ich finde das gut, wenn es irgendwie, es ist mir zumindest momentan nicht vorstellbar, dass es irgendwie ohne Rechtsstaat zu lösen ist bisher. Kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wenn ich mir die realen Verhältnisse angucke. Also es gibt aber sowas wie ein Grundgesetz zum Beispiel. Das muss man nicht fetischisieren, ist das richtig, das Wort? Aber man kann es zumindest als es gilt ja eigentlich schon, ja. De facto, wenn man sich die Realität anguckt, ist allein schon bei der Menschenwürde schon, jo, Hartz IV, was ist da, wo ist da die Menschenwürde? Und bei ganz vielen anderen Dingen. Wie auch immer, es gibt etwas, das schon gilt eigentlich, de jure. Im juristischen Sinne gilt das alles schon. De facto, wenn die Polizei sich nicht dran hält, passiert halt nichts. Nichts passiert. Die Polizei gibt dann den Geflüchteten selber die Schuld. Und so weiter und so fort. Vergleicht mal die Aufklärungszahlen bei Polizeigewalt. Der Rechtsstaat funktioniert nicht mindestens, oder er soll vielleicht auch nicht mal funktionieren. Keine Ahnung, ich weiß das auch nicht. Ich check das immer noch nicht so ganz. Aber ich habe nicht den Eindruck, als würden hier Gesetze für alle gleich gelten. Und ich habe dafür auch sehr gute Begründungen, kann man auch irgendwann noch später ausführen. Es gibt auf jeden Fall einen Grund, und nicht nur Grund, sondern auch es gibt was zu verteidigen und das sollten wir tun. Also, let's find a Datum, Ende März. Ein paar Wochen ist das hin, aber am Ende kann es auch April sein, ist mir wurscht. Aber wir müssen was machen. Und zwar alle, an einem Datum und dann gehen wir alle auf die Straße und zeigen mal, was eine Hake ist. Weil ansonsten werden wir in 20 Jahren unseren Kindern erklären müssen, wieso wir damals bei der aufkommenden Mordserie nichts getan haben. Und ich will es nicht erklären müssen. Danke.